herzlich willkommen zu Kurvenräuber-Revue, euer Motorrad-Kulturmagazin aus der Szene für die Szene. Heute sind wir im Gastgespräch mit dem Simon. Moin. Also diese beiden tollen Motoren ja mitgebracht. Man kann ja schon viel sehen. Erzähl doch mal, vielleicht fangen wir mit dem Bordtrecker an. Erzähl mal kurz, was ist das für eine? Das ist das Basismodell, oder der Ursprung war eigentlich nur in Anführungszeichen eine R45, die sich natürlich gewaltig verändert hat, von 79. Und ich habe im Laufe der Jahre viele Eindrücke sammeln können und habe mir gedacht, dass ich mal ein Projekt verwirkliche, was, sage ich mal, so richtig reinhaut. Mhm. Und ich hatte ein paar Visionen, die waren zu einem farblos. Ne? Das Motorrad hat bis auf die Nummerntafeln keinen Tropfen Farbe gesehen. Und ich habe immer einen Fetisch durch die Bank weg zum Endurosport, also alles, was mit Matsch, Dreck und so weiter zu tun hat. Okay. Deshalb kann man sich bei diesem Modell aussuchen, ob es ein Speedway, Longtrack, Shorttrack oder einfach nur Boardtracker ist. Okay. Das war auch die Namensgebung. Und halt, es soll, sag ich mal, ein Hommage sein an die frühen Anfänge in den 1920er Jahren, sag ich mal. Und ich denke, soweit die Resonanzen kamen, ist mir das ganz gut gelungen. Sieht sehr, sehr ordentlich aus. Was hast du bei dem Motorrad selber gemacht? Alles. Okay. Das ist auch irgendwo das, was ich sage. Bei Lackierungen muss ich ganz ehrlich sagen, da arbeite ich noch dran. Ne? Aber es ist schon vorzeigbar. In dem Fall natürlich leider nicht, weil hat ja keine Farbe. Aber ich brüste mich ein bisschen damit, dass es nicht so aufgedunsen gemacht und in Auftrag gegeben ist und dann heißt, oh, guck mal hier, mein Motorrad. Was hier entstanden ist, ist zum Beispiel bis auf hier Fahrwerk und ein paar Geschichten, ist wirklich in meinem Kopf, in meinen Händen, in meiner Werkstatt entstanden. Ja, die Ideen dazu, hast du ja gerade schon ein bisschen gesagt, die kamen ja von dir selbst. Hast du vorher eine Zeichnung angefertigt oder hast du einfach angefangen zu schrauben? Ja, es war durchaus nötig, weil gerade hier bei diesem Modell ist es so, dass es also wirklich, bei mir ist es nicht nur Show und gut aussehen, was vielen reicht, ist auch vollkommen in Ordnung. Nur auch wieder mal ein Motto von mir, es ist nicht nur Show, sondern es ist wirklich für den Kampfeinsatz gedacht. Mit diesem Fahrzeug hier fahre ich in 2 Monaten eine Klassik-Enduro-Veranstaltung in Schweden. Und es ist also wirklich keine Spielerei, sondern die Dinger sind wirklich absolut einsetzbar. Und ich fahre häufiger in Bielstein, da habe ich die ersten Fahrversuche und Testversuche gemacht. Man kann sich natürlich vorstellen, dass in Sachen Fahrwerk und so weiter einiges notwendig ist, um, sage ich mal, so ein schweres Scheißhaus auf die Straße und im Wettbewerb alltagstauglich zu machen. Man kann natürlich viele Wege einschlagen, die es einen leichter macht, sich im Enduro zu bewegen, aber das ist eben die Kunst, sage ich jetzt mal, auch so ein schweres Gerät leicht zu bekommen und auch einsatzfähig, weil es mir zum einen auch irgendwo gestungen hat, dass wenn ich mich mit meiner Husqvarna bewege, dass die Leute sagen, was rennt der Dicke so schnell? Und da habe ich gesagt, da muss einfach ein Motorrad herkommen, wo die Leute denken, wow. Ne? Das passt, ja. Ja, wir können nur sagen, Simon, vielen Dank, dass du mit den beiden Motorrädern heute mitgemacht hast. Ja, gerne. Ist natürlich auch nochmal was Außergewöhnliches, was wir bis jetzt noch nicht so in der Sendung hatten. Danke, danke. Philipp legt gleich hier richtig los. Wir sind mit dem Wetter richtig gesegnet gewesen heute. Der Sommer ist ja für uns Motorradfahrer bis jetzt nicht so gut verlaufen. Aber ich hoffe, wir können euch damit ein bisschen die Wochenende versüßen, indem wir weiter Videos für euch machen. Dann vielen Dank, nochmal Simon. Ja, gern geschehen. Und bis demnächst.